Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf Xerixen. Ja, heute geht es um den Arbeitsspeicher. Man muss aber direkt mal sagen, dass es in diesem Video um den Arbeitsspeicher eines PCs und nicht eines Notebooks beispielsweise geht. Denn da gibt es einige Unterschiede. Aber naja, die Playlist heißt ja eben auch PC-Hardware erklärt. Der Arbeitsspeicher wird von vielen Leuten auch als RAM bezeichnet, wobei RAM für Random Access Memory steht. Diese scheinbar unauffälligen Riegel, die auf euer Mainboard gesteckt sind, haben eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Sie sind der oft von Leuten bezeichnete Zwischenspeicher und wie der Name auch schon sagt, speichert er verschiedene Daten zwischen. Die Festplatte, wo die verschiedenen Daten wie zum Beispiel Spiele oder Musik drauf gespeichert sind, wäre viel zu langsam, die Daten schnell auszugeben. Dafür gibt es den RAM, welcher die auszugebenden Daten in seinem Zwischenspeicher einspeichert und diese dann wiederum schneller übertragen kann als die Festplatte. So können auch mehrere Programme gleichzeitig laufen, ohne dass es zu Lecks kommt. Vorausgesetzt, man besitzt eine ausreichende Menge an Gigabyte RAM. Die bekanntesten RAM-Größen sind 2, 4, 8 und 16 GB RAM. Dabei handelt es sich meist um sogenannte Double Data RAID Arbeitsspeicher, kurz DDR-Arbeitsspeicher. Es gibt DDR 2, 3 und 4. Je höher der DDR-RAM, desto höher ist die maximale Taktfrequenz, desto mehr Leistung kann der RAM-Riegel erbringen. Für verschiedene Verwendungszwecke sollte man auch verschieden leistungsstarke RAM-Riegel benutzen. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gesehen, dass auf einem Mainboard sogar mehrere, in der Regel 2 oder 4, Arbeitsspeicherriegel aufgesteckt sind. Wenn man den benötigten RAM auf mehrere Speicherbänke aufteilt, kommt es zu einer zwar geringen, aber doch existierenden Leistungssteigerung. Dafür sind 2 RAM-Speicherbänke aber auch etwas teurer. Wollt ihr jetzt mal selber sehen, wie stark euer RAM belastet wird und ob ihr ihn gegebenenfalls sogar aufrüsten bzw. verbessern müsst, das Ganze könnt ihr ohne weitere Programme, zumindest bei Windows, kontrollieren. Dazu geht ihr in euren Taskmanager, den ihr per Rechtsklick auf der Taskleiste erreichen könnt und schaut dann unter dem Punkt Leistung, um wie viel Prozent bzw. Gigabyte euer Arbeitsspeicher aktuell belastet wird. Solltet ihr einen sehr ausgelasteten Arbeitsspeicher haben, das sollte man auch im normalen Betrieb bemerken, indem Anwendungen beispielsweise anfangen zu laggen, dann solltet ihr euren Arbeitsspeicher aufrüsten. Aber auch dabei gilt es, folgende Sachen zu beachten. Schaut erst nach dem DDR-Typen, zum Beispiel DDR3, ob euer Mainboard diesen Typ unterstützt. Zudem müsst ihr sicher gehen, dass wenn ihr eine zweite Speicherbank dazu kauft, dass diese mit der maximalen Taktfrequenz mit der bereits vorhandenen Speicherbank übereinstimmt. Soweit war es das dann auch schon mit den wichtigsten Informationen zum Arbeitsspeicher. Nun folgt noch die Kaufberatung und wir starten wie immer mit den Office-Usern. Allen Office-Usern da draußen sei gesagt, dass 2 bis 4 GB RAM auch im Single-Channel vollkommen ausreichen. Denn Programme wie zum Beispiel Office oder Internetbrowser brauchen verhältnismäßig wenig Arbeitsspeicher. Gaming-PCs sollten ihn mit mindestens 8 GB RAM ausstatten und 16 GB RAM sind eigentlich nur wichtig für die Zukunft, wo aufwendige Programme auch über 8 GB RAM benötigen werden. High-End-Gaming-PCs empfehle ich daher einen Arbeitsspeicher von mindestens 16 GB RAM. Und das war's dann auch wieder mit dem heutigen Video der Playlist PC Hardware erklärt. Ich wünsche euch noch wunderbaren Tag, schaut auf jeden Fall bei der Playlist vorbei, da habe ich auch schon über die Grafikkarte, über den CPU-Kühler, über die CPU auch schon ein Video gemacht und dann wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, schreibt auf jeden Fall gerne Fragen zum Arbeitsspeicher in die Kommentare, ich werde sie dann so gut ich kann beantworten und dann wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video, bis dahin, ciao, ciao.